Ich betreue Leute, die Probleme haben mit Sprache. Was mir gefällt, ist das Gefühl, du hast etwas geschafft. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, die Schweinchen wieder aufzupäppeln, weil sie oft in schlechten Zuständen bei uns ankommen und dann in gute Hände und schöne Zuhause wieder weiter zu vermitteln. Die schönsten Momente sind eigentlich, wenn man erst mal sieht, wie die Kinder zu Jugendlichen werden, zu jungen Männern, zu jungen Frauen ihren ersten Einsatz fahren. Das sind Momente, die bleiben. Morgen. Es gibt Patienten, die sind dann doch froh, wenn sie sich mal ein bisschen was von der Seele reden können. Ich bin einfach froh, dass ich auf diesem Wege was geben kann. Das schöne Rosenbeet hier. Also Moni wäre ganz stolz. Ich bin angesprochen worden, ob ich Lust habe, hier mitzuarbeiten. Und da habe ich mich sofort dafür begeistert. Die Grundmotivation, wie ich das Ehrenamt gefunden habe, war das Erleben von Gemeinschaft. Das Zusammensein mit Menschen, die diese Idee teilen. Diese Motivation hat mich extrem weit getragen. Ich weiß, wie das ist, wenn jemand Hilfe braucht. Ich habe das erlebt. Die Schwestern und Ärzte haben so viel zu tun. Dafür bin ich da. Ich habe die Zeit. So sehr schwer ist die Arbeit ja hier nicht. Ich denke, das schaffen auch andere noch. Da hat jeder seine Fähigkeiten und seine Spezialisierung. Wir brauchen uns alle gegenseitig. Ohne das Ehrenamt ist der Burgenlandkreis nichts. Für mich persönlich steckt darin Zufriedenheit. Man ist glücklich. Mich erfüllt das mit Freude. Das Ehrenamt bringt ihn dahingehend weiter, dass man mal einfach mal über seinen Tellerrand hinausguckt. Ich komme jeden Tag von Arbeit nach Hause und sehe hier kleine Schweineaugen, die mich freudig begrüßen und einfach meiner Arbeit danken. Ich möchte ganz einfach, dass die Patienten den Erfolg, den ich bekommen habe, auch durchleben können. Wenn man Menschen helfen kann, das sind Erlebnisse, die vergisst man nicht. Ich finde das toll und ich mag das gerne. Da liegt oftmals auch der Begriff vom Glück. Und das ist etwas, was mich glücklich gemacht hat und immer noch macht.